Ein Christ ohne Kirche ist undenkbar, unterstrich Franziskus in seiner Predigt in der Casa Santa Marta. Dort sprach er über die Grundpfeiler der Kirche: Bescheidenheit, Treue und Gebet. Ausgehend von der Lesung über den König David erläuterte der Papst, wie diese drei Elemente miteinander verbunden sind. Ein Christ ist nicht einfach ein Getaufter, der nach der Taufe dann so seinen Weg geht. Zuerst mal ist es so, dass er sich zur Kirche bekennen soll, also dem Volk Gottes. Ein Christ ohne Kirche ist nicht vorstellbar. Darum sagte der großartige Paul VI., es sei nicht möglich, Christus zu lieben ohne die Kirche. Ein Christ kann nicht nur auf Christus hören und nicht gleichzeitig auch auf die Kirche. Ein Christ kann nicht mit Christus sein, aber zugleich fern von der Kirche. Das geht nicht. Alles andere wäre absurd. Die frohe Botschaft erhalten wir von der Kirche. Unsere Heiligkeit erreichen wir dank unserer Kirche. Etwas anderes wäre Fantasie oder, wie Paul VI. Sagte, eine absurde Dichotomie. Der Sensus Ecclesiae, also das Bewusstsein, der Kirche anzugehören, sei geprägt vom ersten Pfeiler der Bescheidenheit. Ein Mensch, der nicht bescheiden ist, kann sich nicht der Kirche zugehörig fühlen. Er kann niemals fühlen, was die Kirche will und auch was der Gläubige selber möchte. Wir sehen diese Bescheidenheit sehr gut bei David, wenn er fragt: Wer bin ich, Herr? Was ist mein Haus? Es geht um das Bewusstsein, dass die Heilsgeschichte nicht mit mir angefangen hat und auch nicht mit mir enden wird, wenn ich sterbe. Nein, es ist ein allumfassendes Heil, das die gesamte Menschheitsgeschichte umfasst. Ich komme auf die Welt, der Herr nimmt dich, er lässt dich voranschreiten und ruft dich dann zu ihm, aber die Geschichte geht auch danach weiter. Bescheidenheit. Wir sind ein kleiner Teil eines großen Volkes, das auf dem Weg des Herrn folgt. Der zweite Pfeiler sei die Treue, die verbunden sei mit Gehorsam, so Franziskus. Und er zählte auf, was damit gemeint sei. Treue zur Kirche, Treue zur Lehre der Kirche, Treue zum Glaubensbekenntnis, Treue zum Lehramt und das auch zu bewahren. Bescheidenheit und Treue. Auch Papst Paul VI. Erinnerte uns daran, dass die frohe Botschaft ein Geschenk ist und auch als solches weitergereicht werden sollte. Es ist aber nicht ein Geschenk, das nur uns gehört, seien wir uns dessen bewusst. Darin müssen wir treu bleiben. Die frohe Botschaft gehört eigentlich Christus. Und unsere Aufgabe ist es, sie weiterzugeben. Wir können nicht, wie der Herr selber sagte, Besitzer des Evangeliums werden oder Besitzer des Lehramtes, damit wir damit das tun, was uns gefällt. Der dritte Pfeiler sei ein besonderer Dienst und eine Aufgabe für jeden Christen. Franziskus rief die Anwesenden auf, für die Kirche zu beten. Dies sei nicht nur während eines Gottesdienstes wichtig, sondern müsse in jedem günstigen Moment und überall geschehen, so der Papst. Sulla strada del Signore.